aus der regionalen Küche. Und das ist auch, sage ich mal, auch viele Elemente in unserer Küche leben ja auch daraus. Also ich würde mal sagen, das ist regional extrem unterschiedlich, wo es Regionen gibt, wo du halt wirklich eine super tolle regionale Küche hast und Regionen, wo es relativ wenig ist. Aber insgesamt gesehen glaube ich, was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass relativ wenig für die regionale Küche gemacht wird. Also das halte ich für fahrlässig, langfristig gesehen, weil ich denke, dass dieses Kulturgut der regionalen Küche für viele Generationen total wichtig ist. Das heißt nicht, dass man darauf hängen bleibt, ja. Aber ich sehe es natürlich so, dass ich eine Tradition, die ich bekomme, die ich aufnehme, die ich durcharbeite und wieder weitergebe. Das ist die größte Tradition, die es überhaupt gibt. Das ist nämlich so das, wo wir ja auch von leben. Ja. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man das versucht, auch immer wieder neu reinzuleben, sozusagen. Ja. Letztendlich glaube ich, dass da vielleicht ein bisschen zu wenig da ist. Ne. Das sieht man natürlich im Unterschied zu Italien oder Spanien, dass da natürlich Traditionen und regionale Küchen da sind, die dann auch zum Beispiel da in den Regionen vielleicht auch von Spitzenküchen aufgenommen werden und wo du halt dann auch gigantische regionale Sachen essen kannst. Ja. Aber dadurch, dass wir halt Sammler, Biologen und so weiter haben, die uns dann auch diese Sachen bringen und wo wir dann eigentlich auch wirklich geschmacklich vor Neuland stehen. Das heißt, du fängst dann an, ganz systematisch, wie versuche ich jetzt mal zu garen, wie kann ich Aromen rausziehen und so weiter. Ne? Also wie jetzt zum Beispiel das letzte war dann halt Lindenlaub, was noch an den Bäumen hing, bis zumindest Dezember, da haben wir dann einfach was ausprobiert aus Lindenlaub. Ja? Und das ist natürlich so, da können dann tolle Sachen rauskommen, es können aber auch richtige Niederlagen rauskommen. Ne? Aber das Spannende ist ja eben, dass wir ja die Möglichkeit haben, hinter den Kulissen ohne die Gastrokritik kochen zu dürfen. Ne? Das heißt, dass wir, wenn wir für uns nur kochen, dann dürfen wir uns die größten Fehler erlauben, die es überhaupt nur gibt, sozusagen. Ne? Und das ist ja auch das Spannende, dass du ja im Prinzip dadurch, dass du eben Sachen auch machst, die einfach dann nicht funktionieren, Schlüsse rausziehen kannst und die dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn du dann vielleicht die richtige Idee hast oder die richtige Herangehensweise, dann vielleicht komplett anders machst. Ne? Und das ist ja, deswegen bin ich hinter den Kulissen, also dieses Testen, das Entwickeln, das ist erstmal komplett ohne Wertung. Da geht es auch gar nicht darum, jetzt schöpferisch zu sein, dass man jetzt sagt, okay, ich muss jetzt da ein Gericht rausmachen. Sondern es geht nur darum, einzelne Aromen überhaupt mal rauszuziehen und wie man dann das Gericht dann zusammensetzt. Das ist wieder dann die nächste Ebene. Aber erstmal geht es, Versuche ausprobieren, wie kann ich Aromen entwickeln. Ich glaube, wir suchen auch immer einen Mittelpunkt, wo ich eine klare Aussage mit einem Gericht mache. Allerdings verstehe ich natürlich auch, dass gerade wenn Menschen über Geschmack schreiben, fällt doch auch sehr oft auf, dass diese, da ist noch etwas Ingwer, da ist noch was Knackiges mit einer Erdmandel, da ist noch etwas Scharfes und so weiter, also wo dann in einem Gericht wirklich die komplette Sensorik angesprochen wird, also auch vielleicht noch irgendwo ein paar Bittertöne und so weiter. Und das ist natürlich das Problem, dass diese extreme Vielschichtigkeit in den Gerichten auch oft natürlich mit dieser, sag ich mal, relativ bunten Auswahl von Sachen dann zugange geht. Ja? Und wenn du dann eher so Gerichte machst, wie wir jetzt zum Beispiel mal mit so einem Gericht Hafer, also Wirsing mit Hafer, es gibt nur zwei Produkte auf dem Teller, dann ist das natürlich für Gäste auch schwierig zu verstehen, ne? Also wenn du das nicht gewohnt bist, ne? Obwohl wir ja auch da unterschiedliche Texturen drin haben und so weiter und versuchen einen Einklang zu finden zwischen den herben Tönen, die im äußeren Bereich des Wirsings zu finden ist oder den süßlichen, die im Inneren sind und so weiter. Aber es sind natürlich Gerichte, die nicht im ersten Moment so auffallen. Ich persönlich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mich das nicht so wahnsinnig interessiert, ob
es jetzt den Trend gibt oder den Trend gibt. Ich finde es immer sehr interessant, wenn junge Köche kommen, die bei uns anfangen zu arbeiten. Und die bringen ja dann auch immer wieder so Sachen mit, also wie jetzt auch das Thema Molekular vor Jahren. Und dann probieren wir das auch aus. Die zeigen das dann. Wir kannten die Technik überhaupt nicht, also viele Techniken überhaupt nicht, jetzt abgesehen von Niedrigtemperaturgaren und sowas. Und das war dann auch für uns sehr interessant. Und komischerweise haben wir aber doch fast nichts mit reingenommen, weil wir dann das Gefühl hatten, die Küche ist nicht mehr, also das irgendwie, wir machen Veränderungen, die jetzt einfach nicht mehr zu uns reinpassen. Also vielleicht sind wir schon ein bisschen zu, ich weiß nicht, vielleicht sind wir auch zu lang dabei oder vielleicht haben wir auch zu lang schon unser Thema, ja, dass wir einfach Schwierigkeiten haben, vielleicht auch gewisse Sachen dann zu adaptieren. Ne? Das hat gar nichts grundsätzlich damit zu tun, dass wir das nicht wollen, sondern es geht einfach vielleicht auch teilweise gar nicht. Du kannst es gar nicht. Ne? Man merkt dann einfach in der Zusammenstellung, das wird künstlich irgendwie. Ja? Die Textur, die ich da im Original habe und im Natürlichen habe, wirkt für mich fast interessanter. Ja? Also, oder es könnte gehen, sie so interessant zu machen, dass sie vielleicht diesen eher sehr technischen, der technischen Textur vielleicht sogar teilweise überlegen ist. Ja? Also, wobei ich da nicht so erfahren bin. Aber grundsätzlich zu dem Thema, ich begrüße alles, was neu kommt, was jemand von irgendwo eine Idee hat, ob jetzt nun aus Skandinavien oder aus Asien und so weiter, das ist total spannend. Man hat auch gesehen, dass aus der Entwicklung Ferra Adria zum Beispiel, das ja, wo ja auch sehr vieles verpönt wurde. Aber man muss es ja nicht adaptieren. Ne? Aber ich finde es sehr interessant, dass wir wissen heute viel mehr. Die Köche wissen mehr, weil sie wissen, warum, ja, gar ich das jetzt nur so und so, ja, weil nämlich bei dem Garprozess das und das passiert. Und das ist, finde ich, die coole Sache an der Geschichte. Ob ich das dann adaptiere oder es nur als Grundwissen für mich einbeziehe, das ist eben dann noch der Riesenunterschied. Ne?